So Leute, das ist doch mal ein Auto Inas Nacht heute mit dem rasenden Michael Schumacher. Ralf Möller ist da und hat uns einen Berg voll Muskeln aus Hollywood mitgebracht. Die unglaubliche Skunk Nancy singt so gänsehäutig und dann kommt noch Max von Milan und der singt auf Südtirolisch. Na, was das wohl gibt. Viel Spaß. Juhu. Umgekehrt sagen. Das ist nee. Also jetzt mal ehrlich, würdest du mal das Mikro halten? Ja. Danke, dass du mir deinen Anzug geliehen hast. Ja, genau. Deshalb sitzt er auch so locker. Kann ich ein bisschen Musik haben? Wir würden gerne was trinken. Ein Radler. Ein Radler. Da können wir uns drauf einigen, Radler. Aber du trinkst doch eigentlich gerne Wein. Wenn, trinke ich in der Regel Wein, ja, ganz wichtig. Rotwein? Ja, verschieden. Weiß und Rot, je nachdem. Aber du hast mal Rotwein gesammelt. Das tue ich auch noch, ja. Wir haben ein, das Auto wird ja abgeholt, da musst du ja gar nicht mehr einsteigen. Oder ich fahre den weg nachher. Du hast Rotweine gesammelt und hast irgendwann aufgehört, weil du gesagt hast, ich kann die gar nicht mehr alle austrinken bis zu meinem Lebensende. Hast aber immer nur die billigen aufgemacht, weil du so geizig bist. Also es ist in der Tat so, dass man sich manchmal schwer tut. Man holt sich dann was und dann denkt man, dann wieder nicht. Und dann macht man teilweise viel zu spät oder gar nicht mehr auf. Aber ich hab dann ist er gekippt. Nee, der 385er Wein. Kippen tut er nicht. Was tut er denn nochmal? Ja, doch, nee. So Weine können doch auch dann, irgendwann werden die doch schlecht. Das kommt darauf an, in welche Weine man investiert, aber die meisten... Ich dachte, man muss dann jeden Tag rein und muss die immer halb drehen. Nee, die müssen einfach nur gut liegen und die Temperatur relativ stabil, dann passt das. Du hattest also so einen Keller, wo die alle drin waren. Ja. Und dann bist du rein, hast aber am Ende immer das Tetrapack genommen und hast gesagt... Übertrieben, ja, aber das habe ich ein bisschen geändert. Ja? Wollen wir da reinrücken? Ja. Wo soll ich Würdest du durchgehen? Okay. Und ich komme danach. Und jetzt haben wir... Seit, ja, genau. Du hast ja als Kind fast deine komplette Kindheit in so einem Kart-Ding. Wie heißt das eigentlich? Kart-Auto? Ein Go-Kart, ja. Ein Go-Kart? Mhm. Ach so. Naja, gut, mein Go-Kart war halt, was halt bekannt ist. Ja, also ich meine, das ist immer, aber man sagt mal grundsätzlich Go-Kart oder Kart, ja. Komm, wir stoßen an. Ihr kriegt auch gleich Kinders. Zum Wohl. Prost, ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Aber dann hast du deine eigentlich komplette Kindheit auf der Kartbahn damals verbracht und hast aber immer gesagt, du warst in der Schule nicht besonders beliebt. Naja, nicht besonders beliebt, aber natürlich ist es so, ich bin zur Schule gegangen, weil ich hin musste, nicht unbedingt, weil ich wollte. Und ich habe natürlich lieber Zeit auf der Kartbahn verbracht. Du hast aber eins mit mir gemeinsam, wir haben beide immer unsere Hausaufgaben im Schulbus gemacht. Das war sehr asozial, weil während die anderen sich austauschten, habe ich Bestechungsbrote verteilt für, gib mal deine Hausaufgaben zum Abschreiben. Naja, also, aber man hat natürlich, man hat immer versucht, minimaler Aufwand bei maximalem Erfolg. Ja, und warum zugegeben. Bist du davon ausgegangen, dass deine Mitschüler dich nicht so gerne mochten? Naja, nicht so gerne mochten, aber ich habe halt etwas gemacht, was damals ja nicht in Mode war, ganz klar, weil konnte mit Motorsport kaum einer was anfangen. Ehrlich? Das hat ja erst Ach, da war das noch gar nicht in, so Formel 1? Also Formel 1 hat ja eigentlich den großen Hype, würde ich sagen, durch meinen Bruder erlebt, ab der Karriere meines Bruders, natürlich durch Grafwerke von Trips, aber das war ja dann auch schon eine ganz andere Generation, das war ja schon fast wieder so ein bisschen, sagen wir mal, in meiner Generation vergessen, das war da kein Thema mehr, aber durch den Einstieg von Michael war das ganze Thema natürlich, aber da war ich ja schon ein ganz Stück weiter. Mein Vater hat lange vor Michael jeden Sonntag, an dem Rennen lief, auf dem Sofa gelegen und so laut Formel-1-Rennen gehört, dass in unserem Kinderzimmer oben die Wände wackelten.
Deswegen fand ich nie so einen Zugang zum Formel 1, weil ich fand das immer sehr, sehr laut. Und er hatte das immer voll laut gestellt. Hast du das als Kind auch mal schon geguckt? Nein, überhaupt nicht. Oder bist du einfach da rangekommen, weil deine Eltern nur mal auf dieser Kartbahn gearbeitet haben? Also mein Vater mag ja eigentlich gar keinen Motorsport und er hat tatsächlich auf dieser Kartbahn irgendwann einen Job gefunden. Und so hat das dann angefangen, das Ganze. Aber wir waren nie in eine Richtung, haben auch nie Formel 1 geschaut als Kinder. Also das nie. Du hast damals bei deinem Vater auch schon gearbeitet und hattest immer 700, 800 Mark in der Tasche und die anderen hatten nichts. Deswegen mochten die dich vielleicht auch nicht so gerne, weil du konntest dir ja alles kaufen. Schokolade, Kaugummis. Also es war tatsächlich so, dass ich natürlich durch die Möglichkeit, die ich da damals hatte, ein bisschen mehr Taschengeld verdienen konnte als üblich. Am Anfang habe ich damals 5 D-Mark die Stunde bekommen, das wurde dann ein bisschen mehr. Aber die Stunden haben sich natürlich geläppert, weil klar, nach der Schule, ich hatte um 1 Uhr war ich meistens auf der Karte. Um 1:30 bis abends 7:30 ging das ja dann, habe ich auf der Kaper mitgeholfen. So lange? Da musstest du ja die Hausaufgaben im Bus machen. Quasi ja. Wie ich musste nämlich 7:30 immer melken. Und dann hatte ich gar keine Zeit dann zum Hausaufgaben machen. Ja, du warst auf der Kartbahn. Aber dann hast du ja deine Pubertät auch noch auf der Kartbahn verbracht. Waren da auch Mädels? So wie beim Autoscooter? Die eine oder andere war da, ja. Muss man sich das ein bisschen vorstellen, so wie beim Autoscooter, die hingen da alle so rum mit ihren Jeansjacken und so. Es ist so, wir hatten, ich glaube, in meiner Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, waren nur 1-2 Mädels dort, die auch selber gefahren sind. Ansonsten haben die Mädchen ja meistens in dem Alter eher so Reitsport, Tennis oder solche Geschichten. Ja, aber du musst dich doch für Mädchen dann irgendwie, man kommt doch so in die Pubertät und dann geht man doch eigentlich in die Disco. Bist du in die Disco gegangen, Wochenende? Nee. Gar nicht? Ja. Fehlt ja total viel. Naja, der erste Rausch. Das habe ich dann mit 18, 19 gemacht. Also ich glaube, naja, überhaupt 18, 19 reicht ja, das war genau. Ja auch. Also ich habe das erste Mal überhaupt Alkohol getrunken oder ein Bier getrunken mit 18 oder so. Hat dich vorher nicht interessiert. Und war das eigentlich Druck für dich? Dein Bruder war ja schon Weltmeister, als du erst so anfingst. War das eher gut oder eher doof? Teils, teils. Natürlich waren Kontakte da. Nee, gehindert nie. Aber Kontakte waren da, aber die Erwartungshaltung war halt relativ groß. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, da kommt er und den gucken wir uns jetzt mal an. Da war halt schon eine gewisse Erwartung in meiner Ständiger Person. Vergleich, wer ist der Bessere, aber der Schnellere? Glaube, das ist normal, den kann sich wohl keiner entziehen. Da hätte ich vielleicht stricken sollen oder so, dann wäre mir das nicht so gegangen. Heute Verhältnis ganz gut. Du lebst in Österreich. Genau, Salzburg. Warum? Zu arm für die Schweiz, wenn ich jetzt gemein wäre. Nee, ganz im Gegenteil. Aber man muss das mögen. Man muss das mögen. Ich meine, ganz viel Geld zu haben, kann man doch auch mal sagen. Prost. Ist doch auch einfach geil. Prost, Jungs. Wir trinken kann. Was ist ein geiler, Deutschland oder Österreich? Beide Länder sind sehr schön. Ich würde sagen, es gibt überall schöne Flecken. Wir haben uns damals eben für Österreich entschieden, weil uns das Salzburger Land sehr gut gefallen hat. Aber das hört sich so öd an. Also das hört sich so nach Berge. Ja, man kann es jetzt nicht mit dem Stadtleben vergleichen, aber das wollte ich auch nicht. Da hätte ich ja da bleiben können, wo ich war. Du bist auch Jäger, ne? Ja. Auch noch. Ist einer von euch Jäger, Jungs? Schützenjäger sind meine Jungs. Können wir leider nicht mit dienen. Mein Papa war ja auch Jäger. Er hat nicht nur laut Formel 1 geguckt, sondern war auch Jäger. Und da war man natürlich ein paar Mal dabei. Und als Kind mussten wir immer auf Töpfe hauen und bei der Treibjagd dabei sein, statt Hunde. Ne? Weil Hunde war bei uns in der Marsch, war das nicht üblich, da hatte man Kinder. Und da mussten wir immer so auf Töpfe hauen und vorweglaufen. Und dann kamen die Jäger mit ihren Pistolen. Was ist denn das Geile, wenn man so, ist es die Ruhe, bevor man schießt, oder ist es das Schießen an sich? Also ich kann nur sagen, es sind die schönsten Erlebnisse, wenn man morgens um 5 oder 4 rausgeht und wenn man dann auf den Hochsitz geht, dann ist eine Wiese und dann geht die Sonne auf und dann stehen da so zwischen 5 oder 20 Stück Rotwild oder Rehwild. Aber dann musst du ja sagen, enem enem mu und ab bist. Oh, du. Nein, also das ist jetzt dann das, was irgendwann mal geschehen muss vielleicht, aber das ist ja auch nicht in der Hand des Jägers, sondern der Abschussplan steht ja irgendwo und der hat ja auch gute Gründe vielleicht, aber das ist ja nicht immer, dass man das muss. Also wenn ich zum Beispiel meinem Sohn auf die Jagd gegangen bin, dann haben wir ja nie geschossen. Wir saßen immer da, haben in den Fütterungen gesessen, haben zugeschaut und das war sehr schön. Auch im Winter vor allen Dingen, also das ist schon toll gewesen. Na gut, ich werde es nie so recht kapieren. Du warst 2,5, als du das erste Mal in einem Kart gesessen hast. 2,5, da konntest du doch gerade erst in die Hose kacken und aufrecht sitzen. Also nicht mehr. Kann man mit 2, können Kinder mit 2,5 schon laufen? Ich habe keine Ahnung, Entschuldigung, ich habe keins. Entschuldigung. Tja. Okay, nächste Frage. Ich habe in unserer Hygieneprüfung damals für die Apotheke auch gesagt, wie lang ist ein Baby, wenn es schlüpft? Im Durchschnitt habe ich gesagt, glaube ich, 80 Zentimeter. Und da bin ich...
auf dem Dorf, wo ich herkomme, waren die Babys 80 Zentimeter. Weil wir so viel Kunstdünger benutzt haben. Ich würde so gerne mit dir mal übers Rennen an sich sprechen. Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal in einem Rennwagen gesessen hast? Du warst ja immer Kart, ne, Kart gefahren und auf einmal sitzt Ralf in so einem Rennen, Formel 1 Auto. War das geil? Also hast du da auch... Ja gut, also es gab ja einen langen Weg. Ne. Ich glaube, irgendwie ist ja da, hast du Nachholbedarf. Nein, ab 11. Da darf man. Ist das so? Ja. Also, ja. Findest du nicht? Ja, ich weiß nicht. Also das, da hast du drin gesessen und dann muss man doch erst mal fragen, was ist denn das? Und dann sagen die, das ist der Ausknopf. Poveronov steht dann da drauf. Dann sagt, sieht man das und weiß, und dann zeigt einem jemand so ein Auto. Und dann muss man ja erst mal fahren damit. Es ist in der Tat so, dass man natürlich, man geht ja Stufe für Stufe. Aus dem Kart in den Formelauto ist schon mal die erste große Stufe. Ja, dann ist man natürlich ganz nervös, klar, dann geht man dahin, dann erklärt einem einer die ganze Elektronik, die Knöpfe, wie eben angesprochen. Aber 10 Mal kriegt man das doch erklärt, oder nicht? Ja, klar. Und dann steigt man da mal ein vor lauter Ehrfurcht und dann fährt man. Das dauert ja alles ein bisschen. Kann man das fahren? Wenn ich mich jetzt in ein Formel-1-Auto setzen würde, könnte ich doch nichts fahren. Ich wüsste doch gar nichts. Ich wüsste doch nicht mal, wie der losfährt. Oder also es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich, wenn so ein Auto einmal rollt, könnte man das schon fahren, aber natürlich nicht schnell. Hat der so Bremsen wie beim Auto auch? Nee, Formel 1 Gas und ein Bremspedal. Und okay. Die Kupplung ist allerdings am Lenkrad. Und wenn du denn so ein Rennen fährst, das dauert ja unter Umständen 2 Stunden. Ne? Mhm. Und wenn man dann Pibi muss? Also ich bin immer vorher gegangen, aber es gibt Fahrer, die pinkeln den Sitz. Du hast ja lange Zeit als Ritual mit deinem Bruder, aber, da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Ehrlich? Ja, was soll man machen? Also habt ihr denn so eine Flasche dabei? Man könnte doch so eine Flasche dabei haben. Ja, das schaffst du gar nicht. Nee. Überholen und in also eine Flasche Pibi. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich konnte es nie, aber es gibt solche. Ja. Man kann es ja auch leer machen. Wenn man da drin sitzt und sagt, oh, ich habe so Magenknurren, hast du immer irgendwas zu essen dabei? Eine Mikrowelle, aber die ist meistens nicht gestört. Ja, du hast ja recht. Wer dumm fragt, kriegt auch dumme Antworten. Aber ich dachte, so Energieriegel, die du so im Fahren so mit dem Mund aufreißt und Bananen oder irgendwas. Das machen wir in der Regel vorher, aber für eine Stunde vorzuhalten, das geht, das ist möglich. Oder man könnte sich doch so eine Trinkbar machen, so 5 Strohhalme mit so Eiweiß-Erdbeershake. Was wäre denn bei dir drin? Bier, ein Ding mit Bier, eins mit Erdbeershake, eins mit Schokoshake und eins mit so Karamellshake. Und dann könnte ich im Fahren immer so ein bisschen saugen. Könnte man rauchen? Nee, könnte man nicht, ne? Beim Fahren. Hast du schon mal sowas mitgekriegt? Ich weiß nicht, ob man in alten Zeiten, es gab, ich würde es nicht mal, also ob es das nicht schon mal gegeben hat, würde ich jetzt nicht drauf schwören. Wo bist du denn öfter geblitzt worden? Beim Boxenstopp oder in Flensburg? Beim Boxenstopp. Da wird man geblitzt, ne? Das war nicht lustig. Fährt, ja, wenn man zu, weil wir gehen natürlich ans Limit ran und versuchen so spät wie möglich reinzubremsen, um eben keine wichtigen Zehntel zu verlieren. Und da passiert das schon mal, ja. Und gibt es denn Boxenduder bei der DTM? Gute Frage. Mir wäre jetzt keins aufgefallen, aber sicherlich. Aber ist dir mal bei der Formel 1 ein Boxenduder aufgefallen, wo du gesagt hättest, boah, das ist aber das schönste Boxenduder, was ich je in meinem Leben gesehen habe? Das habe ich geheiratet. Nein, hab ich mir gedacht, dass die Antwort kommt. Aber normalerweise sind doch eigentlich Boxenduder so eine Zwischenmahlzeit, oder nicht? Die wenigsten werden doch geheiratet, oder nicht? Das Lustige ist ja, du hast ja deiner Frau bei McDonald's einen Heiratsantrag gemacht. Das finde ich sehr, sehr lustig. Und eigentlich auch romantisch. Es ist so ein bisschen wie mit dem Wein. Also wir lachen heute noch drüber, aber sie war nicht so ganz einverstanden damit. Und habt ihr den Bürgerbrater denn auch irgendwie als Trauzeugen rangeholt oder so? Den Bürgerbrater? Nee, wir saßen ja draußen im Auto und haben den dort gegessen. Ach, McDrive? Ja. Ganz romantisch. Also nicht mal drin so McDonald's-Servietten. Ach nein, im Auto. Ja, genau. Ach, ehrlich. Ach, das ist lustig, finde ich. Wenn ihr Fragen habt an Ralf, alles, was ich mich nicht zu fragen traue, Bierdeckelchen liegen da, Stifte sind da, sammeln wir gleich ein und dann frage ich das noch mal. Ich habe noch so ein paar andere Sachen. Ob du schon mal Sex im Rennwagen gehabt hast? Wie denn? Ja, höre ich da hinten. Woher wisst ihr das denn? Was ihr so Rennwagen nennt in Wilhelmsburg, ne? Ich habe nicht gesagt Sex mit dem Rennwagen.
Rennwagen? Ich habe gesagt, Sex im Rennwagen. kochst du? Ja. Kannst du kochen? Ja, ist relativ, kochst aber du ich glaube schon. Sagst du, wir kochen zu Hause. Essen ist fertig. Das passiert meistens umgekehrt, aber wir kochen auch abends so zusammen. Ja. Weil ihr lebt da ja auch ein bisschen einöbig. Ne, das stimmt, das nächste Restaurant ist ja 2 Tage mit dem Esel entfernt. Ist es so? Aber du bist ja Jäger, du könntest ja auch was schießen. Den Esel meinst du? Was Cora dann brät. Ja, was Cora dann brät. Ach so, ja, ja. Haben wir auch schon gemacht. Ehrlich? Schon gemacht, dass du mit so einem Hasen nach Hause gekommen bist? Ja, mit einem Hasen weniger. Weil den müsstest du ja dann auch abziehen, das Fell abziehen und so. Wenn ich den essen würde, ja. Aber ich mag keinen Hasen. Hörst du gerne Musik? Boah, also, interessiert dich gar nicht so, nee. Musik. Normalerweise würden wir jetzt singen an dieser Stelle. Willst du aber ja nicht. Mhm. Und du hast gesagt, ich komme gerne, aber ich kann... Ich musste schon beim Musikunterricht in der Schule durfte ich nicht mitsingen. Also was hast du da gemacht? Blockflöte gespielt? Nee, das konnte ich auch nicht. Ich bin absolut unmusikalisch. Absolut? Ja. Weil du deine kompletten Talente auf der Kartbahn gelassen hast. Quasi. Ist so, ne? Hat auch deine Mutter nie gesagt, hier ist eine Gitarre, jetzt spiel oder so? Haben sie alles versucht, war zwecklos. Nix? Ja, nix. Hat dich auch nie interessiert? Aber du kannst ja gut singen, habe ich gehört. Ich kann singen, ich kann ein paar Instrumente spielen und so. Ich bin eher musikalisch, ich könnte kein Formel-1-Rennen fahren. Dann höre ich einfach zu. Wir sammeln mal jetzt die Bierdeckelchen ein und machen die gleich und setzen uns einfach schon mal hier oben rauf, wenn die da sind. Guck mal, wenn du dein Bier zur Seite stellst. So, Jungs, ich zeig dir, wie es geht. Man setzt sich so hier hin. Dann nimmt man seine Beine. So. Ich mach's mal so. Und wenn du es ähnlich machen würdest, das war jetzt die männliche Variante wahrscheinlich. Also auch sportlich. Schau, ich habe auch noch die Schuhe. Dann würde ich schon mal die Bierdeckelchen nehmen. Träumchen. So, haben wir alles da. Und jetzt musst du gar nicht singen. Du bist quasi, du bist raus, was Singen angeht. Und das Schöne an meiner Sendung ist ja, manchmal gibt es Bands, die gab es früher schon, dann gab es sie eine Zeit lang nicht mehr. Und auf einmal hört man, was, es gibt sie wieder, das ist aber toll. Und ich habe eine Band eingeladen, sie sind wirklich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend nicht wegzudenken. Und ich freue mich so, dass sie da sind. Begrüßt mal mir Skunk and Nancy! Skin, my heart is going in the sky vor Freude. I'm so happy that you're here and I'm so happy that you're together again, that Skunk and Nancy is back with a new album and I love it so much and we will hear a great song now, Diving Down. It's my absolute favorite song. Fantastic. And I like your style so much. I liked it very much without hair, but I like it now as much I know, as I have before. This fluffy stuff on my head. It's very fluffy. Do you want to touch it? Do you want to touch it? Go. Yes. There we go. Oh yeah, that's fluffy. We will sing now. And I can sing a little bit with you. Thank you. Du sprichst gut Englisch wahrscheinlich, ne? Geht so. Oder nur so Technik-Englisch? Es passt schon. Passt schon. 3-4, we say in Germany. What do you say, 3-4? The whole thing. Okay. All these THs. Sorry. I should be walking on air, but I'm drowning with my hands around your neck. The current is strong. Should I? You are
Ich hätte da mitgesungen, fürchterlich. Meinst du? Aber hätte sowas, man ausprobieren. Aber sowas. Okay, have a great time, thank you. Boys and girls. And it was a pleasure to have you here. Thank you very much. Wenn mir früher das jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann das Skin von Skanke, nennen Sie noch mal so, hier rankommen und mit mir zusammen was, ich bin doch ganz hibbelig, was singt, wäre ich umgefallen vor Aufregung. Ehrlich, ich lese mal vor. Bitte. Musik interessiert dich einfach nicht. Ne? Doch, ist ja reiz toll, eine tolle Performance, aber jetzt. Ihr könnt ja gleich noch mal singen. Ja, vielleicht, wir gucken mal. Hast du beim Autofahren schon mal gekotzt? Nein. Ehrlich nicht? Nee. Aber man hat doch manchmal so, ach, da ist alles, da hat man mal eine falsche Wurst gegessen oder zu viel Wurst. Oder also ich hatte das Glück, dass mir das noch nie passiert ist, aber das sollte schon mal gegeben haben, wenn einem schlecht geworden ist. Ich kannte auch einen anderen deutschen Formel-1-Fahrer, einen etwas kleineren, der mit so einem komischen Vollbart durch die Gegend rennt, dem ist das schon mal passiert. Aber das ist natürlich sehr unangenehm, aber kann mal passieren, wenn es einem nicht gut geht. Ja. Bist du ein Geiler oder, steht da Geiler oder lese ich das jetzt wieder gerade nur? Guter. Hat irgendjemand so eine Brille dabei, die nur ein bisschen vergrößert? Die müsste nur ein bisschen größer machen. Ja, gib mir mal die bitte. Danke. Also nichts mit irgendwelchen Knick oder sowas. Die ist ganz toll. Kannst du als Jäger die verschiedenen Tiersorten unterscheiden? Ja? Tier, Reh, Wildschwein? Also Alter auch, ja. Das heißt, sollte man können, aber ist auch Teil der Prüfung übrigens. Was kannst du besser als Michael? Jetzt sag Autofahren. Sag jetzt einfach Autofahren. Was kann ich besser als Michael? Verlieren? Kochen. Kochen? Kann er gar nicht kochen wahrscheinlich. Macht Geschwindigkeit eigentlich geil? Nicht von mir. Nee, du erlebst es ja nicht. Also Geschwindigkeit ist cool, aber jetzt Aber alleine, wenn man da drin sitzt, jetzt mal unter uns, ne? Ja. Und es gibt doch diese Massagestühle, wo man so manchmal so drin sitzt. Die sind ja schon ganz toll. Ist denn so ein Auto durch dieses Brummen nicht auch so was ein bisschen Stimulierendes? Man behauptet ja, es gäbe Frauen, die setzen sich auf ihre Waschmaschinen. Ist das nicht ähnlich? Ich sage nur, was man hört. Also macht nicht geil. Was macht dich denn geil? Möchtest du nicht drüber reden? Nein, ist, also, was macht dich, kochen? Macht dich das an, wollte ich damit sagen. Kochen macht, also ich meine, es kommt drauf an, was du jetzt meinst damit. Macht Spaß. Aber du musst dir keine Sorgen machen heute. Alles ist gut. Ja. Fasst du deiner Frau auch immer an die Brust und sagst, tut, tut. Entschuldigung,
ständig. Also, aber das also ja, ja, ich hasse meine Frauenniveaus. So. Ja. Tut, tut. Boxershortträger oder Tanga? Boxershort. Bitte. Aber beim Rennen halt diese feuerfeste Schwitzi-Schlangen-Unterwäsche, oder? Ich auch Boxershorts, sind feuerfest. Hast du auch? Ja. Toll. Wie viele Punkte in Flensburg? Ich glaube gar keinen. Ich hatte mal ein oder zwei. Weil wenn du mit deinem Auto auf der Straße, was fährst du denn privat? Mercedes natürlich. Ja, aber ich kann ja auch nicht anders fahren als die anderen. Nutzt ja nichts. Ne? Hast du mal an der Ampel gestanden und jemand stand so neben dir und guckt so nach rechts und guckt wieder weg und guckt nochmal und sagt, also das, Ralf Schumacher. Das lustigste Erlebnis hatte ich mal, als ich von einem Parkplatz rückwärts raus bin, relativ schnell rückwärts gefahren bin und dann jemand da stand, das ist aber lange her, ja, und dann geflucht hat, weil ich rückwärts gefahren bin und das etwas schneller, als er wahrscheinlich vorwärts da rausfährt und sagte dann, bist du verrückt? Glaubst du eigentlich, du wärst ein Schumacher oder wie fährst du hier? Und guckte in mein... Das ist lustig! Das finde ich so witzig. Und guckte dann in mein Auto und erschrak, dann musste dann selber lachen. Das würde ich jeden Tag irgendwo erzählen, wenn mir das passiert wäre. Das ist aber lange her, da war ich. Das ist schon 15 Jahre her. Wie geil findest du Frauen im Motorsport? Ich finde es cool. Ich finde es schade, dass es nicht noch mehr gibt. Weil ich glaube, dass, aber da wird auch noch einiges nachkommen. Deine Frau fährt ja Rennen im Mini-Challenge, aber schon wieder Mini davor, ne? Nur weil sie eine Frau ist. Nein, die ist auch jetzt, ist auch SLS, hat es jetzt getestet, also GT. Und es klappt auch wunderbar. Und Cora ist jetzt sicherlich keiner, der von der Pika auf das gemacht hat, einfach ein recht gutes Gefühl und Talent hat. Aber mit dem Autofahren und Frauen, das holt sie sich Tipps bei dir? Hin und wieder reden wir natürlich drüber, aber... Oh, in der Regel, das kann aber wenn man in einer Beziehung ist und beide fahren, das ist doch eher Streitthema, oder nicht? Na, aber irgendwann werden wir mal ein Rennen zusammenfahren. Das finde ich cool. Wieso nicht? Gegeneinander dann? Nee, miteinander, so. Na, also, Langstreckenrennen. Ja, aber mit, aber sprich gegen. In oder mit Auto. In einem Auto. Ja, das kann man. Das oh Gott, das könnte ich nicht. Lass mich, würde ich immer sagen. Steig aus, halt an, lass mich. Ich glaube, wenn ich deine Frau wäre, würdest du mich umbringen. Bringst du uns nachher mit deinem Auto ins Hotel? Das finde ich auch schön, diese Vorstellung. Hinten acht Mann. Würde ich gerne, aber ich muss leider weg. Wie isst du morgens deine Eier? Ich esse keine Eier. Ich hab's gehofft. Wer isst morgens auch schon Eier? Ich würde auch keine Eier essen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir holen unseren nächsten Gast rein. Du hast es geschafft. Riesenapplaus für Ralf Schumacher! Hey! Auffällt. Ja. Also wenn ich früher dann immer so, ja, komm, ich habe Muskeln, habe gesagt, du bist aber wirklich riesig in Form. Sehr, ich habe stark. Sehr viel gemolken Milch geschleppt, ja. Kühe gefüttert, Mais gehackselt. Jetzt weiß ich, warum ich so groß geworden bin. Aber ich kann, Milch. Ja, der Atem. Du bist ein richtiges norddeutsches Mädchen. Du. Blond, muskulös, da kannst du mal sehen. Und alles vom Melken. Ja. Super. Wahnsinn. Super. Kannst stark. Du melken? Hast du mal gemolken? Nee. Man denkt ja, man zieht nur dran, so ist es aber nicht. Ja. Man kneift oben zusammen und dann die Finger so nach. Oh, das tut aber weh. Überhaupt nicht. Ziehen tut weh. Ja. Ja? Ja.
Naja, gut, das kann dir die Kuh dir nicht erzählen. Wie lang kann man den Nippel einer Frau ziehen? Na, ich zieh sie ja nicht. Ach, du hast mir den Witz kaputt gemacht. Du musst sagen, weiß ich nicht. Und dann hätte ich gesagt, bist du eins in die Fresse, Chris. Schade. Alter. Ja, ich sehe das schon. Ja, wem sagst du das? 53 hier. Hallo. Wie ist hier? Ralf. Wir kennen uns. Ich durfte schon eine Taxifahrt mit ihm machen. Und ich glaube, in dem Wagen... Ich musste sich damals in das Auto reinklauen. Das war ein bisschen klein. Ich bin mitgefahren. War das Nürburgring oder was? Ja, Nürburgring war das, genau. Und Toyota, ne? Damals, ne? Und da, wo wir... Ich habe eine Muskelkater im Bein gehabt. Denn bei den... Kurven, wo wir normalerweise alle bremsen. Ja. Und ich habe nur gebremst bei ihm. Die sogenannte Schikane habe ich gelernt. Gibt er richtig Vollgas. Natürlich. Ich bin ja hierher gefahren mit Ralf und ich muss ja sagen, sind die Eingeweide bis ins Gehirn geflogen. Ja, okay, super. Im Körper. Noch sehr impressiv. Ich habe noch oft davon erzählt. Also wirklich, ganz super. Naja, meinst du? Möchtest du die an, aus? Ich würde die auslassen. Lassen wir sie jetzt aus. Es ist wir können aus. Ralf, wenn du dich wieder da, dann komme ich mit dich. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich muss jetzt immer irgendwie Ralf sagen und dann meine ich entweder beide oder keinen. Oder. Also die Norddeutschen sind drauf. Guck dir das an hier. Du. Das ist irgendwie, tanzt hier Rock'n'Roll. Ja, die sind toll. Und du bist nach Amerika gegangen. Ja, aber schon lange her. Nee. Wo ist ein Toller? 21 Jahren. Hier bei euch natürlich. Ist doch gar keine Frage. Und warum bist du nicht in Recklinghausen geblieben oder vielleicht auch mal nach Hamburg? Vorgestern war ich bei den Eltern und hab mal wieder Hausmannskost gehabt und Käsekuchen, Rollade gab's. Ja, macht deine Mutter den Käsekuchen immer noch ohne Boden und ohne Zucker? Alles noch. Aber diesen Käsekuchen hat man deshalb, weil man auf eine Diät ist. Die es noch nicht wissen, hier die starken Jungs. 1986 war ich Mr. Universum, ist schon eine Zeit her. Und um in Form zu kommen, und ich esse gern Süßes, und dann hat sie dann immer als Ersatz, da ich ja keinen Kuchen und keine Süßigkeiten essen konnte, hat sie eben diesen berühmten Käsekuchen ohne Boden gemacht. Nur Quark, Zitrone. Aber wieso heißt er doch nicht mehr Kuchen? Denn es ist einfach ein Käseklumpen. Du, das sah aber aus wie ein Kuchen, ne? Sah das aus? Ja, war das so fluffig, aber war oben halt nur so Käsequark. Mama, du machst ja mal den Käsekuchen, wir laden sie mal ein, die Inerchen, du bist ja ein großer Fan, und dann wird sie den Käsekuchen. Du warst ja, eigentlich wolltest du ja mal Polizist werden, ne? Und dann hattest du aber so doll Akne und dann Aber seit wann darf man denn mit Pickeln nicht Polizist werden? Das habe ich ja noch nie gehört. Nein, ich muss also sagen, endlich mal eine... jetzt weiß ich, warum du die ganzen Preise bekommen hast. Du bist wirklich mal vorbereitet. Die anderen fragen immer nur, sie waren, ja, und dann erzählst du, aber sie weiß genau. Genau, zwischen 15 und 17 hatte ich halt Akne, das bekommt man ja schon mal, Pickel im Gesicht. Und ich wurde oder sollte auf ein Jahr wurde ich zurückgestellt. Ne? Aber es kann doch nicht angehen, dass sie sagen, sie damals, haben aber Pickel. War ja schon lange her. Sie können nicht Polizist werden, Sie haben ja Pickel. Das würde es doch heute nicht mehr geben. Das wäre doch sofort Diskriminierung. Heute nicht mehr, aber vorher. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie schlimm war es denn? Weil man sieht ja nichts. War das richtig? 47, oh Gott. Das hast du jetzt extra gemacht. 35 Jahre sind schon fast her. Und auf dem Rücken überall? Nee, jetzt musst du nicht übertreiben. Auf dem Rücken waren keine. Naja, aber wir wissen... Die drückst du gerne aus, ne? Drückst du die gerne aus? Die drückst du gerne aus, ne? Nein, überhaupt nicht. Finde ich ganz schlimm. Wenn eine Beziehung da angekommen ist, dass man sagt, du kannst mal gucken, ist der schon reif, dann finde ich, sollte man die Beziehung noch mal... Das mag ich nicht. Nee. Du gehst doch jede Woche zur Maniküre, Pediküre. Dann lässt du das doch alles machen. Nein, nicht jede Woche. Machst du das immer noch oder hast du es früher gemacht? Ich gehe nach wie vor. So alle... Ja, so 4 Wochen. Und dann hast du gesagt, gut, Polizist geht nicht, werde ich Bademeister. Ich Bademeister. Stopp, sagst du, darf man nicht Bademeister nennen? Da wird der wahnsinnig. Bademeister ist so wie Friseurin, Friseuse. Wollen wir nicht, sondern du warst? Schwimmmeister, meine Liebe, Schwimmmeister. Ist das wirklich so? Aber hießen die nicht immer Bademeister? Ja, sie hießen so im Volksmund, ganz genau. Aber seit 76 war das Lehrberuf. Und es war dann halt in der Technischen, du hast Schwimmunterricht gegeben, Sporthochschule in Köln wurden die Prüfungen gemacht. Also es ist heute an alle Schwimmmeister-Kollegen. Also, ne, und du bist dann Schwimmmeister aber geworden, weil du selber für dich das Schwimmen als Kind schon entdeckt hattest und wolltest irgendwie Schwimmer werden und irgendwann auf einmal mit 17? Mit 17, naja gut, ich habe ging mit Bodybuilding los, richtig. War das zu der Zeit, als die Pickel da waren? Da waren sie schon fast weg. Da waren sie schon fast weg. Also mit 8, nee, da hatte ich nicht mehr so viel Pickel. Da hätte ich noch bei der Polizei warst anfangen du als kind können. Auch schon immer größer als die anderen. Ja, mit 59 cm das größte warst Kind du vielleicht 80 cm groß, als du geboren wurdest? Nicht ganz so, nicht ganz so. Nein, aber... Nicht ganz, aber? Für alle...
4 Millionen Zuschauer, die jetzt zuhören. Ich war 1959 bin ich geboren und der Ralfi war 59 Zentimeter groß, um das mal ein bisschen festzuhalten. Und war das größte und schwerste Kind auf der Station. Ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, richtig. Also fast 80. Wenn du möchtest, auch 80. Wahrscheinlich hattest du die Beinchen, die kleinen Beinchen so ein bisschen angewinkelt und deswegen konnten sie es nicht richtig messen. Warst du der Größte in Recklinghausen in deinem Alter? Zu dem Zeitpunkt, ja. Ich habe sie nicht gemessen. Übrigens, Harpe Kerkeling kommt ja auch aus Recklinghausen. Ja, der hatte das der nicht. Der hatte der nicht so viel Glück wie du. Weil du siehst ja wirklich gut aus. Ehrlich? Ja, ich finde, er sieht wirklich gut aus. Also es ist nicht nur der Band. Jetzt könnte mal ein kleiner Applaus kommen. Ja. Das ist dieses Jahr in Hamburg. Wir waren in Norddeutschen. Wenn die nicht klatschen, dann klatschen nein, die nicht. Ist ja auch richtig. Das, ist ja, das muss man sich ja erarbeiten. Ich bin jetzt ja auch schon seit über, wann bin ich hier? Tante Elfriede ist jetzt auch schon fast 80. Warte mal, die lebt hier oben. Ja, das ist also schon, ja, das ist schon eine Menge. Das ist schon 40 Jahre, wo ich schon am Arbeiten bin, ne? Dass die hier Norddeutschen. Aber ich liebte Hamburg immer. Für mich war das als Kind immer wirklich das Tor wirklich zur Welt, der Hafen, der Flughafen. Das war fantastisch für mich. Also, kennt man eigentlich in Amerika Shanty-Sänger? Shanty-Chöre? Die sind ganz bekannt. Es gibt ganz viele, die haben alle eure Scheiben und Platten. Und die haben mir extra gesagt, ich habe auch noch einen Sack mitgenommen, die ihr alle unterzeichnen sollt nachher. Ach, ehrlich? George Clooney, Alamann da. Die triffst du wirklich immer, weil ihr da so eine Zigarrenlounge habt irgendwie bei euch, ne? Ja, komm du mal nach hin. Komm mal nach hin, dann stell ich sie dir vor. Mal einen Rauch, guck mal, gibst du mal diesen Kasten rum. Ach, hör auf, du hast ja nur diese billigen, diese Sauerkraut. Ich habe heute eine kubanische mitgebracht. Du guckst jetzt hier rein. Ich sehe das schon von Weitem. Nee, also das ist ja unverschämt. Ich habe mich doch schlau gemacht, was du rauchst. Wer ist denn immer da? Ja, erst musst du sagen, wer alles da ist. Immer ich weiß nicht, wer alles da ist. Das ist von Francis Ford. Pacino. Ja, Robert, also nicht immer alle, Sylvester aber die sind alle Member, ja. Wie heißt so ein Kasten nochmal? Humidor. Das ist ein Humidor. Auch der Michael? Weiß ich gar nicht. Michael manchmal, aber... Also ich würde es nicht nehmen halt. Komm, machen wir. Wolltest du auch einen? Ich kann das leider nicht machen. Oh, Schatz, schon angeschnitten hier. Da. Guck mal an. Wir können diesen Kasten wieder mal da, würdest du den noch mal wieder dahin stellen? Ich würde auch eine mitrauchen, wenn ich Lust hätte, aber ich habe vielleicht gleich erst Lust, weil deine, Lust? Ja. Ja, deine dauert, glaube ich, eine Stunde, oder? Dein Ding. Ist das jetzt für dich verwerflich und Drogenscheiß und so? Nein, überhaupt nicht. Ich genieße die, also man muss eins sagen, ich rauche jetzt nicht jeden Tag. Die riecht ja ganz toll. Ich rauche eine Zigarre, raucht man, wenn man in guter Gesellschaft ist, wenn man sich wohlfühlt. Ja. Aber dann sitzt hier. Ein Sitz, ja, steht auch noch was drauf. Ach Gott, oh Gott. Was steht da drauf? Ach Gott, kleben wir ab. Kleben wir ab. Genau, so geht's. So. Und dann sitzt du da mit diesen ganzen berühmten Schauspielern und so, hey, ja, und so. Und dann redet ihr auch über Männerprobleme, Potenzschwächen, Hämorrhoiden, was man im Alter so kriegt. Schwangerschaftsstreifen an den Armen. Hast du die Idee, ne? Weiß ich nicht, hast du welche gesehen? Du hast ja Arme wie ich, Oberschenkel. Also Streifen sind da noch nicht, meine Musst Liebe. Du das noch oft trainieren? Ja. Ganz weich. Das mache ich auch gerne. Ja? Und weißt du warum? Weil ich mich immer nach dem Duschen eincreme. Ja, ganz genau. So ist das. Wen cremst du ein? Er selbst. Sein Körper. Übrigens. Also jetzt übrigens, geht aber deine Fantasie mit. Übrigens, weil du auch hier alles durch den Andersäulen streifst. Lass mir da eins sagen. Pass auf, ich muss das sagen. Ja, Heinz, das ist richtig. Pass auf. Ich muss dich noch unbedingt was fragen. Es brennt mir unter den Nägeln. Du hast ein IQ von 128. Ich weiß gar nicht. Ich habe Hauptschule gemacht, dann habe ich die Handelsschule. Jetzt mal die nächste Frage. Englisch ganz schlecht gewesen. Gibt es viele davon, die ein IQ von 128 haben und Hauptschule denn gemacht haben und so und auch sagen... Nein, ich stehe ja zu der Hauptschule. Die Hauptschule war ja damals... Wo kommt denn dieser IQ her? Oder hast du den einfach... Ich weiß gar nicht. Hast du den irgendwann überlegt? Hör mal, was ist denn überhaupt ein IQ? Das weiß ich gerne immer. Ein Intelligenzquotient. Ach, hör mal, das ist das. Ah, jetzt weiß ich das immer, ja. Ist das eine Mehr? Stimmt das gar nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, man soll immer so... Hast du nur mal gedacht, ich sag das jetzt einfach mal gucken, ob sich das weiter verbreitet oder so? Ich kann mir das ist gut. Wenn du das jetzt gesagt hast, werden das auch alle glauben jetzt von jetzt an. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte was ganz Lustiges hier stehen. Ja, als ich gelesen habe, IQ von 128, ob du dir in beiden Bizeps oder nur in einem...
Entschuldigung, das habe ich natürlich selber mir jetzt völlig kaputt gemacht. Aber der wäre lustig gewesen, wenn ich den gut gebracht hätte. Ne? Ich weiß gar nicht, was du sagen wolltest. IQ von 128 in beiden Bizeps oder nur in einem, hätte ich gesagt. Der wäre lustig gewesen. Ja. Ich kann nicht drüber lachen. Echt? Ich finde es ganz witzig. Aber ich habe ihn auch schlecht gemacht. Jetzt, okay, ist be fun, auch come on. Be fun. Ich mach mal weiter. Ja, okay, mach mal weiter jetzt. Du hast ja, ich habe ein Buch von dir, wo ganz viele Bilder drin sind. Ja, du hast ein Buch, wo du erklärst, wie werde ich zum Bodybuilder, ne? Und dann siehst du aus, du bist so breit und groß, ja, dass der Kopf sieht aus wie so ein ganz kleiner Kopf. Und der Körper sieht ganz, ganz dick aus. Aber da ist kein kleiner Kopf. Jetzt du hast gesagt, ich habe einen kleinen Kopf. Das wollen wir doch mal sagen. Hat dich das beleidigt? Überhaupt es wird nicht. Halt, die Verhältnisse stimmen nicht glaubst mehr. Glaubst du, dass du mich beleidigen kannst? Nein, aber da stimmt doch das Verhältnis zwischen Oberkörper und Kopf nicht mehr. Das ist fantastisch. Das ist Harmonie. Guck dir die blonden Haare an. Hervorragend. Lockig, blond. Du siehst aus wie die Schenkel. Das Einzige. Das mal, Einzige. Nein, ich meine jetzt, sie haben auch zu dicke Oberkörper und also zu kleine Köpfe. Also jetzt müssen wir aufpassen, Jungs. Sie will uns jetzt an unsere Haare gehen hier. Verstehst du? Guck mal, wer da noch. Hier, da ist noch schönes Haar. Ja, schön grau. Ja, aber ja? Es ist schon. Das ist ja toll, wie du das hier erklärst. Und das sieht ja auch alles super aus, finde ich. Aber dieses eine Bild, wo man da zum Beispiel. Das ist ja. Das finde ich schon Wahnsinn. Aber der Kopf wird klein. Und das sage ich dir, was. Es ist toll, sexy, ehrlich? Durchtrainiert. Aber wie gesagt, das ist schade, dass der Kopf nicht mitwächst. Ehrlich? Hast du das alles dicker gemacht? Der ist bei mir mitgewachsen, ist hervorragend geworden. Guck mal, der Kopf. Ja, ist toll. Der Schwanz. Ich muss jetzt. Der Arsch. Das wolltest du doch. Ist alles fertig? Ja, alles. Also es stimmt nicht, dass Bodybuilder kleine Schwänze haben. Gucken Sie mal hier nochmal, schlag es nochmal auf. Jetzt aber gucken hast Sie du mal, Großaufnahme da bitte. Warte, hast du da was reingesteckt? Da kannst du. Na, da brauche ich nichts reinstecken. Da hab ich ja noch gar nicht gewusst, dass ich in deine Sendung komme. Ach so. Das wusste ich doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wollte ich euch das in der Wisse? Das kann ich ja noch gar nicht. Das machen. Mann. Ich muss über ein Thema mit dir reden. Ah, ja. Über Frauen und Bodybuilding. Ist das noch toll? So in den 80ern, 90ern war das ja sehr angesagt, dass Frauen sich so übertrainierten, aussahen wie Männer mit kleinen Nutzchen. In den 80ern nicht. In den 80ern sahen die noch gut aus. Das muss man sagen. Es ist natürlich extrem. Das, da gebe ich dir auch recht. Aber das fing in den 80er Jahren, war das noch fantastisch. Die Frauen sahen trainiert aus, aber heute ist es dann schon teilweise extrem. Aber ich akzeptiere das, wenn die Leute so trainieren. Jeder soll so trainieren und leben, wie er es möchte und hoffentlich gesund. Du bist seit 23 Jahren mit Annette verheiratet. Ja, wir kennen uns seit 26 Jahren. Seit 26 Jahren und die ist mit dir nach Amerika gegangen und es war Liebe auf den ersten Blick? Nicht auf den ersten Blick, nein. Habe ich überall gelesen. Sie hat bei Douglas gearbeitet, alles. Ja, das stimmt. Das sie hat bei Douglas gelesen. Gearbeitet und dann bist du vorbeigegangen und hast sie gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Nein, nicht gesagt? Gleich beim ersten Blick. Ich habe erst noch gelächelt und da hat sie nicht darauf reagiert, weil sie dachte, nein, der lächelt mit seinem schönen Weiß, mit seinem schönen Kopf, diesen blonden Haaren und diesen weißen Zähnen. Aber du hat er gelächelt. Du lachst hat er gelächelt. So lustig, und da hat sie nicht drauf reagiert. Also kennst du die Schöne und das Biest von Walt Disney, Gaston, der da immer langläuft? Du willst doch nicht sagen, dass du das Biest bist. Nein, aber du bist Gaston. Der läuft da immer so durch die Gegend und das macht war immer damals, so. Das, war so. Das erinnert mich total daran. Also im positiven Sinne. I love it. Du rauchst immer noch keine Zigarre. Im positiven meine ich. Du rauchst immer noch keine Zigarre. Ich rauche jetzt auch eine Zigarre. Und du trinkst auch gar nicht. Doch. Die haben mir immer gesagt, du trinkst und rauchst. Und jetzt ist er hier so lahm. Prost erstmal an alle. Prost nochmal, Jungs. Das sind ja leere Gläser. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt komm mal ab hier. Siehste, am Ende. Mann. Erzähl doch noch ein bisschen was. Können wir zum nächsten Thema gehen? Nein. Annette finde ich schon Annette. Finde ich ganz spannend. Ach so, wie ist der denn mit dir? Ach, ja, wir sind schon bei Annette. Okay. Wie ist der mit dir nach Amerika gegangen? Dann habt ihr Kinder, hast du sie befruchtet, ihr habt zwei Kinder gekriegt. Aber du hast ist das ja so? Muss man jemanden befruchten, um Kinder zu kriegen? Ja, und dann. Erzähl mir noch, was man in Hamburg nicht alles lernt. Was hast du denn? Zwei Töchter? Zwei Töchter, ja. Ich weiß nämlich nur von einer Tochter. Eine ist 22 und die eine ist jetzt 15 geworden. Super, und sind die so groß wie du? Ja, die Große ist nicht so groß wie ich, aber die sind schon groß. Ja. Die haben deine Statur so ein bisschen mitgekriegt? Nee. Die andere ist groß und schlanker. Also groß meine ich jetzt. Ja. Nee. Und Annette ist aber ja nur halb so groß wie du. Ja. Das ist immer so groß und klein, zieht sich an. Ist das so? Das magst du ja auch. Du hast ja auch einen großen Mann, ne? Oder? Ich hatte alle schon. Alles schon? Aber du machst ja was mehr. Ich habe da auch. Du machst ja was mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir fehlt. Oh, kann ich meine Jacke mal haben? Da ist ein Burner, da ist das richtige Feuerzeug drin. Das baue ich jetzt mal. Das ist ein Burner!
Das kennst du alle noch, ja. Komm, Robert! Du mal. Komm du mal. Börner kann man nicht mehr sagen. Komm, ne? Du mal in unseren Club, du. Dann werden wir dir was beibringen, du. Das sag ich dir aber. Ich hoffe, ich hab den jetzt auch hier. Erzähl ruhig weiter. Ich kann beides. Ich wollte nur sagen, ich habe den großen Nachteil, keine Vorlieben zu haben. Deswegen kann ich heute auch sagen, ich habe sie alle schon gehabt. Ach, klein, so. Groß, dick, doof, dünn, blond, dunkel, alles. Also gar nicht viel, ne? Aber es war zufällig alles dabei. Komm, schön ziehen, so ist richtig. Nochmal, nein, nicht inhalieren. Das hast nein, ich inhaliere das garantiert nicht. Guck mal, wie schön nicht. Dir das steht dir aber super. Der Ralf hatte die richtige Zigarrengröße ausgesucht. Guck mal hier, super. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir so. Ganz wichtig, wenn du mal ein Foto machen sollst, das mach nicht so, guck. Das sieht nicht gut aus, mach so. So. Ach so, ja klar. Ja, komm, ja. Gaston. Mal, ja, Gaston. So an. Sieht wahrscheinlich gut aus. Sieht gut aus, hä? How is so Englisch eigentlich? Auch schlecht, immer noch mies. Immer nur Fünfer gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal mein Geld mit verdienen muss und so weiter. Ja. Aber es geht jetzt. So langsam, so nach 22 Jahren, 21 Jahren in Amerika, kriege ich es langsam zusammen. Ich glaube, ich habe alles durch. Wir hätten hier noch Horoskope. Das heißt, wir könnten jetzt singen und dann machen wir Bierdeckelchen. Achso, aber wir müssen noch singen. Ach, wir müssen noch singen. Ja. Ich weiß nicht mehr, solange ich das noch hinkriege. Ich habe es also nicht geübt. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich will euch mal Ralph. Gucken. Ah. Sagen die Leute Ralph in L.A. zu dir? Nein, Ralph, einfach ganz normal. Und ja? So, pass auf. Tut dir manchmal eigentlich schon was weh? Nee. So, dass du morgens aufwachst und sagst, oh, ich hab Rücken oder irgendwie sowas? Nee. Gar nicht? Ich bin fit. I'm fine. Einfach fit. Weil du deinen Körper immer so fit gehalten hast. Naja, ich habe auch gut trainiert und ich habe nie mit dem Training aufgehört. Und dann, mir macht Training Spaß. Ich laufe die Treppen hoch und runter immer noch. Ich fahre mit dem Rad und mache viel und das macht Spaß. Und soll ich auf deinen Schenkel setzen? Sollen wir das so machen oder so? Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir das... Das ist unser Text. Oh, dass wir beide noch mal singen. 1, 2, Viertel vor 3. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them. It's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Findest du nicht, dass du machst Singen, eine Platte mit, das Singen ne? total Spaß macht? Absolut. Also ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so Gehst super du manchmal ist. Zum Karaoke singen? Nee, mach ich nicht. Gehst du manchmal zum Karaoke singen? So weit muss ich nicht sagen. Aber Ralf, hast du denn mal irgendwas Schlimmes in deinem Leben gemacht, wo du gesagt hast... Ich meine, ich will das ja gar nicht so provozieren, aber es ist gerade für mich so unvorstellbar. Bist du mal morgens aufgewacht und hast gesagt, scheiße, sind sie dir gestern wieder alle auf die Hände getreten, als du aus der Kneipe raus bist? Das gab's noch nicht, oder? Also ich habe schon mal den Vorabend schon öfter mal bereut. Das passiert schon mal, ja. Aber das passiert mir aber auf die Finger getreten. Weil du irgendwo lange sitzt. Also ich habe einen ganz großen Vorteil. Ich habe mich relativ gut im Griff. Dementsprechend habe ich nicht das Problem. Du kannst dosieren immer so. Ja. Huch!
Aber was auch mir passiert ist, ich leide ja immer so und ich habe das ein, zwei Mal übertrieben und wenn ich am nächsten Tag dann mal leide, dann gewöhnt man sich das ganz schnell ab. Ich habe mir dann vorgenommen, dass ich seit ungefähr 3 Jahren, immer wenn ich mal über die Stränge geschlagen habe, sage, oh nein, oh wie schrecklich, wärst du nur um 3 mit allen anderen mitgegangen und blablabla, warum bist du immer die Letzte? Jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren überlegt, ich mache es nicht mehr. Ich wache morgens auf mit dem Schädel und sage, war das ein geiler Abend, Punkt. Und das ist viel schöner. Können wir mal die Bierdeckelchen einsammeln und dann setzen wir uns hier oben wieder rauf? Geht das? Ihr kommt mit natürlich. Ja, das du kennst so es ja schon. Das so gut geht. Doch, das geht. Ich zeig's euch. Ach, wohin denn? Ohne 40 kann ich auf die Lampe setzen. Pass auf dich. Stimmst du das? Komm, wir machen zu dritt. Genau, wir machen zu dritt. Oh, du bist schon da. Ja. Du bist ein Spielverderber, Ralf. Ja. Dann mach ich's jetzt der so. Der ist da. Schauen wir hier kurz. Nur kurz mal, um dir meine Gelenkigkeit noch mal zu sagen. Ich greife hier voll in die Zigarrenglut. Ich bin, kann das... Zigarre riecht oder findest du geht? Das ist fantastisch. Hat jemand, Ralf, guck mal, da kommen noch Deckelchen. Kommen noch Deckel. Von wo kommen die denn? Ich kenne das Spiel gar nicht. Ja. Muss man da so werfen? Und dann genau. So, was steht denn drauf? Helgoland, nee, Hollywood. Ist aber das gleiche, Helgoland. Das ist ja das gleiche. Hollywood, tatsächlich. Hollywood Hills oder lieber Bochum? Bochum? Recklinghausen haben wir doch jetzt schon tausendmal. Wer hat denn da wieder nicht zugehört? Mann. Weiter weg damit. Wie bleibt man in Form? Haben wir auch schon besprochen, trainieren. Tut mir leid, viel Wasser, Kärtchen. Viel Wasser trinken. Wäre die Haushälterin von Arnie Schwarzenegger auch was für dich gewesen? Ups! Bist du dicke mit Arnie? Ja, wir sind seit über 30 Jahren, kennen wir uns jetzt schon. Ja. Und besucht ihr euch immer so gegenseitig? Ding Dong, ich bin's. Ding Dong ist so. Wir trainieren halt morgens. Wir gehen zum Training und ja, wir machen. Ihr trainiert zusammen? Ja, warum nicht? Dann hast du, dann kam der, stand der bei dir vor der Tür und hat gesagt, Scheiße, sie hat rausgekriegt. Oder nicht? Ich habe ihn noch nie weinen gesehen. Hat er noch nie geweint? Ja, also nicht in meinem Beisein. Schon mal eine Frau von deinen Muskeln zerquetscht gefühlt? Hat sich eine Frau schon mal von deinen Muskeln zerquetscht gefühlt? Die kannst du beantworten, die Frage. Fühlst du dich irgendwie angequetscht? Ich wüsste es nicht. Ich glaube, mit dir wäre Schleudersex nicht möglich. Also, wenn man... Was ist Schleudersex? Mein Gott, ich weiß gar nicht, was Schleudersex ist. Schleudersex heißt, sagen wir mal, Ralf und ich hätten Sex. Jetzt natürlich rein als Metapher. Das ist der Vater des Gedanken, ja. Nee. Als Metapher. Also, du musst doch mal sagen, dass du mich auch toll findest. Das gehört auch mit zum Spiel. Also im Auto zum Beispiel. Ach ja, schade, dass wir noch nie Sex haben. Irgendwie so ein Spruch, damit es auch ein bisschen... Also, weil ich toll ist. Und ich wollte damit sagen, wenn wir mit in unserer Physiognomie Sex miteinander hätten, dann könnten wir so ein bisschen Schleuder und Beine hoch und so. Und das wäre mit dir, weißt du, was ich meine? So, dreh dich, du Sau. Weißt du, was ich... Du weißt, mein Gott, Schleudersex. So ein bisschen mit so... Ja, du hast ja schon alle Typen nehmen gehabt. Und an den Beinen ranreißen und umdrehen und hier und da. Das wäre bei dir, glaube ich, eher schwer. Ehrlich? Ich glaube, das wäre eher so Elefantensex. Wow. Es ist gemein, was ich sage. Überhaupt nicht. Sag was dagegen. Ich versuche gerade darüber nachzudenken. Ich glaube gerade, dass man... Ich meine, du bist jetzt ja, guck mal, wenn wir beide jetzt hier so wären und so weiter. Ups, guck mal, ich glaube schon, du beschwerst. Nein, ich bleib hier sitzen. Bitte lass mich sitzen. Oh. Wo ist denn der Und fall nicht. Also, ja, wo ist dann der Schleudersex? Du weißt doch, was ich meine. Ja, sicher. Aber ich glaube, das würde klappen. Das würde klappen. So, ich meine, mit sehr. Ich kann mir das vorstellen. Filigran beweglich. Glaubst du nicht, dass ich filigran bin? Davon träumst du, ne? Das ist. Man müsste Annette wahrscheinlich fragen. Du musst da Annette wahrscheinlich. Aber du hast doch schon einen Typen über 1,96 gehabt, oder noch nicht? Ja. Na, also, der hat doch Schleudersex. Der hat war aber kein Bodybuilder. Der hat einen ganz großen Kopf und der Rest aber war du so kannst eher doch, aber wahnsinnig aber lange. Aber du eine kannst Bogenstange doch, aber war du kannst das doch mit einem 1,64 oder 1,67 geht das doch schwer, weil du bist so eine ziemlich, ich sag mal. Kräftig? Nicht schlanke, aber doch. In Shape, Frau. Also, da muss schon einer kräftig sein, um dich zu schleudern. Haben Bodybuilder. Denk ich mal. Haben Bodybuilder wirklich kleine Bimmel? Nein. Nee. Wie gefällt es dir bei Ina?
fantastisch. I love it. Ich komme immer wieder zurück. Jetzt muss ich einmal auch nach rechts fragen. War es ganz schlimm für dich heute, Ralf? Nein. Ich habe viel gelernt. Kommst du nach Hause und sagst, weißt du, Cora, so eine Scheiße. Ich hau ab von Mercedes. Ich geh nach Audi hin. Ich geh jetzt nach Audi hin. Ich glaube, wir haben auch alles gefragt. Das Leben ist schön. Meine Gäste waren wahnsinnig toll heute. Meine Shanties haben gut durchgehalten. Kompressionsstrümpfe, Windeln, alles dabei gewesen. Oh. Snaps, guten Rotwein. Yeah. Alles mal. Gesehen. Moment, ich muss noch einen Korn haben. Du trinkst deinen Wein. Jetzt macht Jungs euren Spruch. Den mache ich. Wie heißt der denn, der Spruch? Ich spende zu Ehren des Gießen, wenn ihr euch lieber Reife danken gebt. 1, 2, 3, 4. Hau dir kein Dessert ab, hau dir nicht so Korn ab. Ich tanze mit dir in den Himmel. Prost, Jungs! Und wir machen Musik! Wir machen Musik! Da fliegt uns der Hut hoch! Ich freue mich so, Max von Milan! Ich suche schon mal eben mein Mikrofon. Do I have the microphone somewhere? Thank you. Max, ja. Wir hören jetzt das Lied und ich freue mich so. Legt die her und sorgt, dass euch besser wäre, weil niemand liegt so schön wie du. Schön wie du. 3, 4, 5 nach. Wie geht's noch? Vergrätscht. Wenn man mal schaut, was man braucht, vergleicht, was man jeden Tag hat, dann ist eins, was sich zeugt, dass da irgendwo irgendwas in unseren Köpfen voll schlaft. Wenn man hört, dass sich der das Leben nimmt, weil er die Miete nicht pünktlich dort zahlt, und dann gibt's den, der so viel zum Geben hätte, sich selbst aber lieber belohnt. Versteh mich nicht falsch, es geht alles in Ordnung, wenn jeder sich manchmal was gönnt, nur kaum aus und Ziel und nötig zu viel. Ist das, was die Glücklichkeit hemmt, aber so läuft die Welt, ob's dir gefällt oder nicht. Deshalb brauch ich deine Hände, nehm ich auf, auch wenn ich an der Stelle. Leg die her und so, dass alles besser wird, weil niemand liegt so schön, ja, niemand liegt so schön. Ja, niemand liegt so schön. Man braucht viel Tieren, um zu verstehen, dass anders der Gang bissl mehr da, bin weniger so. Mit mehr Liebe und gesundem Verstand, im Leben gibt's echt mehr als die Werbung und Lärm. Weil auch jeder Reiz irgendwann vergehrt ist, was bleibt nur der Frust, die mangelnde Lust. In sein Herz rein zu hören, dabei Socks sind so viel, woher und wohin und wo all die schieren Sachen liegen, und mir will nur mehr, aber wenn's ins nicht kehrt, und scheißegal, ob es ins Sterl, aber so läuft die Welt, ob's dir gefällt. Ja, niemand liegt so schön. Leg die her und so, dass alles besser wird, weil niemand liegt so schön.